heute mal wieder mit einem neuen Tutorial, mit einer neuen Tutorial-Reihe mehr oder weniger. Und zwar jetzt diesmal nicht Redstone. Ihr seht, ich bin hier auf dieser Redstone-Welt. Aber heute kein Redstone, sondern heute einfach mal mit Monster fallen. Und ja, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so eine lange Tutorial-Reihe werden. Aber ich habe jetzt einfach mal ein paar relativ, meiner Meinung nach, nicht wirklich schlechte Monster fallen ausgedacht. Und möchte jetzt einfach heute jetzt erstmal eine zeigen. Und zwar sieht die folgendermaßen aus. Ich muss erstmal eine Schwierigkeit anmachen. So. Jetzt fällt hier halt irgendwas rein. Ich lasse jetzt einfach rein spawnen. Dann werden die durch die Strömung hier einfach vor zur Lava geleitet. Hier sind, da ist ein Schild und da drunter ist noch ein Schild. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und dass die Lava nicht wegfließt. Dann sterben die halt hier. Die Drops fallen in die Trichter und dann kommen sie in die Truhe. Ich weiß nicht, warum da auch Knochen liegen. Wahrscheinlich so irgendwie rausgebackt oder so. Auf jeden Fall, ja, die ist eigentlich relativ effektiv. Ich habe die vorhin auch paar mal, ich habe einfach mal überprüft. Die Drops, die verbrennen auch nicht, weil es quasi, also der Drop, der fällt von unten außen raus, quasi auf der Höhe von den Füßen. Und die Füße, die sind ja hier in der Höhe, auf der Höhe von dem, auf der Höhe von dem Schild und nicht auf der Höhe von der Lava. Also es verbrennt eigentlich auch kein Drop. Ja, vielleicht ein bisschen, aber der Großteil kommt eigentlich wirklich immer an. Und so, ja. Und lassen wir ihn kurz sterben. Ja, okay, und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man das baut. Eigentlich ist es nicht wirklich schwer. Ich gehe auch davon aus, dass der Großteil von euch auch schon alleine kann. Das Dumme hier ist, man kann es leider nur zwei Blöcke breit machen. Wegen den Schildern und so. Ich muss mal kurz um die Lang. So, so. Ja. Also hier erstmal so einen Kasten rumbauen aus 1, 3, 4. 4x9 großes Feld und dann kommt hier jetzt ein Ende Wasser rein. Also der Block ist hier egal, ich habe es einfach nur Stein genommen. Ja. Und natürlich auch 3 bei der groß sein. Sonst wird es nichts. Sonst passen die alle gar nicht rein, weil wir oben hier noch lassen kann. So, und jetzt kommt erstmal, machen wir erstmal die Trichter. Und zwar. Jetzt erst das Wasser mischen, kann ich später machen müssen. Hier. So. Man muss wieder aufpassen, dass das nicht mit dem Boden verbunden ist, wie ich jetzt hier gebaut habe, sondern immer mit dem Trichter davor, dass das immer so aussieht. Dass die immer mit dem Trichter davor verbunden sind. Sonst wird das nicht. Ich mache das einfach hier ein bisschen. Man muss es nicht so lange machen, ich mache einfach sonst. Man kann es glaube ich auch mit Wasser machen, dass es damit Wasser Items weiter transportiert werden, aber das ist noch ein kleines Stückchen komplizierter. Und da finde ich das mit dem Trichter einfach sicherer, weil man kann es dann vom Wasser auch nicht in Kisten transportieren und dann droppt es nach einer Zeit weg. Das heißt, man muss immer regelmäßig nachschauen, sonst verschwinden die Items einfach. Das mit dem Trichter und dem Ding ist eigentlich eine gute Idee. Also dann kommt jetzt hier ein Schild hin. Oder habe ich das so gemacht? Auf der Höhe vom Trichter. Ja, so habe ich es gemacht. Gut. Ja, dann kommt hier ein Schild hin. Hier noch ein Schild. Nee, da nicht. Hier. Weil jetzt hier so auf der Höhe vom ersten Trichter. Und dann hier nochmal ein Schild. Hier nochmal ein Schild. Dann müssen wir jetzt eigentlich schon mal das Dach anfangen. Ich würde soweit eigentlich fertig lassen. Also freilassen, da muss ich unbedingt lassen. Da holen wir einfach Lava rein. Und fließt auch nicht weiter, wegen den Schildern, die wir gebaut haben. Ja. Und wenn man hier irgendwie was reingeworfen lässt, oder wenn halt einfach. Wenn hier zu ein Spawner ist, wenn. Wenn das hier jetzt irgendwie ein Spawner wäre, baut man es einfach so zu. Dann spawnen die. Hier in diesem Feld, in diesem Bereich, fallen einfach runter und werden dann sofort weiter gestürmt. Wenn das jetzt das Spawner ist. Der Platzblock.
Und ja, ihr seht, ich bin verrückt, ich habe mir den Drops bekommen. Und ja, meiner Meinung nach eine relativ gute Monsterfalle. Ja, es gehen eigentlich keine Items verloren, außer die sind so dumm schon hoch. Was ja eigentlich passiert manchmal, nicht so oft. Ja, einfach nochmal Glas drüber bauen. Oder halt irgendeinen Block. Ich habe jetzt nur Glas genommen, damit man es auch sieht. Wir können natürlich auch was anderes nehmen. Ich würde auch was nehmen, das nicht lichtdurchlässig ist. Weil ja sonst sonst spawnen die Viecher da. Die spawnen nur im Dunkeln. Und zwar, egal. Ich wollte eigentlich immer Zombies spawnen lassen. Ja, das geht auch mit Creepern, also du kannst auch Creeper rein spawnen lassen. Und jetzt gehe ich auch gerade rein. Ich bin jetzt ein bisschen kreativ. Ich springe am Anfang noch ein bisschen hoch, aber sobald sie dann sind, werden sie weiter gesprungen. Das bringt ja nicht wirklich viel. Und jetzt sind wir da jetzt praktisch wieder so ein Creeper ausnehmen. Sind jetzt auch alle verbrannt und jetzt haben wir hier ein bisschen Gunpowder. So, ja, ich wollte auch noch was sagen wegen dem Tech and Light Let's Play, was hier sehr, sehr lange nicht mehr gekommen ist. Und zwar, beim Tim, also wir sind jetzt zu zweit. Und beim Tim geht Minecraft und Tech geht und das ganze Scheiße, also alles so auf Java so, alles was auf Java läuft, funktioniert alles nicht mehr. Und ja, deswegen können wir jetzt konnten in letzter Zeit keine Tutorials mehr machen. Nächste Woche kommt bestimmt wieder eins. Bis dahin müsste es eigentlich wieder gehen. Aber ja, das jetzt mal so dazu, warum in letzter Zeit nichts mehr gekommen ist. Und jo, ich hoffe, die Monsterfalle hat euch geholfen. Wenn ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.